Omnibolzen. Ja, das ist doch gut. Das ist doch gut. So, weg mit den Viechern. So eine Kiste. Hat sich gelohnt, hier mal nachzugucken. Omnibolzen. Oha. Jetzt geht's aber richtig rund. Oh, komm schon. Sag bloß, ich hab's jetzt verkackt. Weil ich nicht zweimal gesprungen bin. Kann ich mir gut vorstellen. First try oder du musst. First try oder vergiss es. Oh, das war knapp. War fast klar. Bin ich denn da jetzt hochgekommen? Da geht's auch noch hoch. Okay. Da komme ich wahrscheinlich runter. Dann muss ich da irgendwie rüber. Über die Dächer? Wirklich? Ich meine, das ist der einzige... Mal gucken. Wie soll ich jetzt da hochkommen? Vergessen. Ich habe keine Ahnung, wie man da hochkommt. Vielleicht hier hoch, aber wie soll man denn da hochkommen? Da oben ist ja auch irgendwas. Das bedeutet, es wird ja nicht umsonst da sein. Aber von dort nach da, den Sprung kannst du vergessen. Von dort kommst du auch nicht hoch. Gibt's ja nichts. Keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Ich glaube es zwar nicht. Aber kann man von hier irgendwas holen? Den mache ich von hinten platt. Den habe ich so keinen Bock.
Nee, das Ding ist ja da oben. Das bringt alles nichts. Sag mal, bin ich bekloppt? Ich verstehe es nicht. Ich meine, das ist das Einzige, was ich hier machen kann. Und wie soll ich da rüberkommen? Oh. Na, vergiss es. Ist mir auch zu blöd, also... Keine Ahnung. Kannst nirgends rein, kannst nirgends raus und von draußen ist alles irgendwie unerreichbar. Du streamst ja die ganze Zeit am Meckern, hat per Zufall den Stream an. Kurz pinkeln. Na gut, dann gehen wir hier mal weiter. Doof geschissen. What the fuck war das? Die darf man nicht berühren. Was zum Geier? Warum kann ich da nicht hoch? So, was haben wir denn hier? Schnellreisepunkt. Oh, jetzt waren aber die Framerate ganz kurz im Arsch. Eine unsichtbare Wand. Ach, echt, mach Sachen.
Gut, da komme ich nicht hin. Keine Ahnung, warum ich das jetzt machen konnte. Einfach nur um Sachen zu sammeln. Herrlich, warum nicht? So, wir müssen hier irgendwas sammeln. Das sind wieder so kleine Minen. Oh, leck mich doch. So. Schön, dass du wieder da bist, Justin. Bleib bei mir, wir müssen zusammenbleiben. Sobald es draußen hell wird, wird uns jemand retten. Ihre Aufmerksamkeit zu regen ist zu gefährlich. Geh nicht, geh bitte nicht. Ich würde sagen, hier hat jemand sein Leben geopfert. Drohnen-Upgrade-Modul, ja, da haben wir doch schon eine Weile, ne? Was ist das hier? Na, kannst du vergessen. Nämlich mit Biozellen. Na super. Hier lang. What the fuck? Piep, piep, Dienstleistungen für das Gebäudemanagement im Dienstbereich erforderlich. Nicht genügend, genug Energie, nicht genug Energie, nicht. Bitte 3 Schalltafeln auf dem Dach des Nachbargebäudes überprüfen. Neustart erforderlich. Orte erfolgreich geöffnet. Prozess beendet. Okay. Sollst das Ding nicht umarmen, du sollst das Ding bedienen. So lange bleibe ich aber nicht, morgen wieder schaffen gehen. Na dann. Ach.
Lass mich mal überlegen. So. Irgendwie muss ich doch da hinten hin. Die Frage ist, wie. Schnellreisepunkt. Ja, den nehme ich doch mal mit. Das sieht doch auch schon wieder nach irgendwas Komischem aus. Will ich mich heilen? Ja, will ich. Wie viel haben wir es denn? Ja, Viertel vor 10, das passt schon. So, haben wir noch Leben? Habe ich noch Lebensfertigkeitspunkte? Ja, einen. Gut, kann man auch so machen. Nehme ich mit. Das ist eine Kiste, aber die Frage ist, wie komme ich nach da oben? Ich will da noch nicht hin. Ich will wissen, wie ich darüber komme. Ich muss oben drei... durch die Bedienung der drei Steuerelemente wiederhergestellt werden. Der drei Steuerelemente, okay, dort. Ja, durch welche drei Steuerelemente? Werden wir ja nirgends angezeigt. Und ich kann ja auch nirgends dran. Ist ja alles viel zu weit oben. Was ich so einigermaßen machen muss, ist mir schon klar. So, was war jetzt hier oben? Gar nichts. Herrlich. Finde ich immer am besten. Aber ich will doch diese scheiß verfickte... Verdammt, warum ist niemand am Treffpunkt aufgetaucht, verfluchte Scheiße? Ich würde sagen, weil die alle im Arsch sind. Verstehe ich nicht so ganz. Durch die Bedienung der drei Steuergeräte. Ja, wenn ich A wüsste, wo die sind, wäre das ja auch möglich. Ich weiß immer noch nicht, was das ist. Willst du mich verarschen?
Also brauche ich auch immer genug Munition. Das erklärt natürlich einiges. Oh, komm schon, ich habe nur 43 Zeitpass. Oh. Puh. Puh. Doch schon verkackt. Zeitbasiert auch noch. Nee, kannst du vergessen. Ich mag zeitbasierte Sachen nicht. Darauf hättest du aber auch schon früher kommen können. Ja, ich hätte darauf kommen können, dass ich da was machen muss. Die Frage ist halt nur, du hast halt so wenig Munition und du kriegst kaum Munition gedroppt, dass es halt einfach Quatsch ist. Die Geschichte kann nicht im Dunkeln verborgen bleiben. Ich habe es endlich herausgefunden. Ich habe mir heimlich Zugriff zum Netzwerk verschafft und das Geheimnis von Mother Spear herausgefunden. Wir sind Doppelgänger, organische Menschen. Okay. Für eine Wichsdose. Ganzen Mist für eine verfickte Wichsdose. Bäh. Bäh. Ist doch bah. Okay, die Drohne kann ich also nicht nochmal herstellen. Oben ist noch ein Gegner. Oh, komm schon! Scheiß Tentakeln, ey. So, dann kann ich doch hier weitermachen, bei meinem ursprünglichen Auftrag. Gehe ich hier aber nochmal sitzen, setze ich mich nochmal hin für den Fall. So. Das gefällt mir nicht. Eve, sieh dich um. Dieser Ort. Warte. Nativas im Anmarsch. Viele. Das habe ich mir schon fast gedacht. Haben die irgendwelche Vibrationen gespürt?
irgendwie verwirrend. Ich hab doch... Natürlich. Oh, komm schon, du ungefickter Wichslappen, ey. Natürlich, Schlickerboden und alles weiter drauf. Das ist scheiße, das finde ich einfach nur dumm. Kommt öfter vor, als du denkst. Bei uns und bei euch. Ich weiß jetzt, warum June so ist. Wenn nur sie überlebt hat. Kummer, Schuld, Reue. Wenn du nicht damit klarkommst, endest du wie sie. Ob Schatz oder nicht, lass uns die Memory Sticks holen. Bringen wir es zu Ende. Grabe, um zu leben, Grabe, um zu leben, Grabe, um zu leben. What the fuck? Los, Beeilung. Für mich ist es zu spät. Geh in diese Richtung, dann kommst du in Xion an. Du musst überleben, selbst wenn nur noch du am Leben bist. Lebe wohl. Tragisch. Ich habe eine Nachricht von der Stadt namens Xion empfangen. Es heißt, jeder sei dort willkommen, dass wir dort alle zusammenleben können. Dass die Stadt alle im Namen des Propheten Orkai willkommen hat. Ich glaube, diese Stadt wirklich existiert. Meine Schwestern scheinen allerdings an sie zu glauben. Vielleicht brauchen sie einfach irgendwas, um an das sie glauben können. Ich wünsche, ich könnte dorthin gehen. Das wünsche ich wirklich. Nee, noch nicht. Da ist noch ein Mensch, den würde ich gerne noch seine Erinnerung scannen. Na klar. Ja.
So. Sprich mit June, Rick. Gibt ja einen Nerd, der an der Aufzeichnung erwähnt ist, okay. Das war's. Nur wegen diesen Menschen? Das ist mein Zuhause. Fuck Monster. Glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Kommt, holt mich. Ich bin schon. Ich bin. Scheiße? Ich habe keine Ahnung. Eine Dose? Ja, klar. Ekelhaft. Und hier ist noch nicht mal was. Das ist einfach nur, um zu trollen. Da ist irgendwas. Aber bin ich blöd? Da hat doch irgendwas geleuchtet. Da unten. Hier ist es nicht mehr da. Oh, ich hasse solche Baits, ey. Verstehe ich nicht, ist mir auch egal. Wird wahrscheinlich sowieso 80% nichts bringen. Diese Richtung gut. Dann ist keine Lust, mich mit irgendwelchen Kackwürmern aus dem Boden anzulegen. Einmal. Du läufst, merkst nichts.
Und dann bist du auf einmal so schnell langsamer, dass du einfach nicht mehr zurück kannst. Wo ich mir denke, what the fuck ist hier los? Warum ist hier jetzt Treibsand? Ich konnte bis hierhin original stehen. Und dann auf einmal gehe ich 3 Schritte nach vorne und dann... Ich bin dumm. Nicht mehr das kriegen sie ordentlich geschissen. Und du kannst mit solchen Lappen auch halt auch nicht sprechen, ne? Kannst auch nicht sagen, hier, was hast du denn hier dabei gedacht? Das ist doch scheiße, was du machst. Mal deine eigene Medizin mal gespielt. Ach so, wegen diesem scheiß Tentakel. Irgendwie nach da oben muss ich. Ja, das geht ja noch. Der macht mir auch irgendwann ein Problem. Vergiss es, da ist wahrscheinlich wieder so ein Treibsand. Mimimi, ich bin mir sicher, dass ihr eigenes Spiel gespielt habt. Never. Never. Da bin ich mir nicht sicher. Beziehungsweise relativ sicher, dass das sehr unwahrscheinlich ist. Ich muss noch nach oben. So, die Frage ist jetzt, das bezweifle ich stark. Ich habe keine Ahnung, was mir... Oh nein, ich habe eine ganz schlimme Befürchtung. Oh fuck. Lass mich raten, die ganzen Dinger können wir bewegen. Nee, doch nicht. Okay, dann geht's ja noch. Hä?
Aber wenn wir die Dinge alle nicht bewegen können und wir nur eins haben. Muss ich das irgendwie hier hochpacken? Na, so ein Wippending, ey. Um die Wippe anzuhalten. Ja, das ist mir schon klar. Aber es geht doch nicht darum. Es geht einfach darum, dass ich, selbst wenn ich die Wippe anhalten kann, nicht weiß, wie ich es bis da hoch schaffen soll. Das ist doch das Problem. Ist doch viel zu weit hier, Vollidioten. Das ist auch die Scheiße. Das ist auch das Problem. Es war mir so klar, dass das wiederkommt. Obwohl, das ging jetzt noch einigermaßen. Ich darf nicht alles verteufeln. Nur das meiste. Ist nicht alles Assi. Nur das, was am meisten Spaß macht. Kampfsystem. Nur bewegen und nach oben. Okay. Da muss ich nicht hin. Bin mir sicher, dass... So, okay. Oh nein. Kennen wir den? Den kennen wir doch irgendwo, ja. Das Ausweichen ist voll Müll. Yeah.
Sau. Alter Schwede, es gab. Mels Glaube. Mother of Beer bietet. Bitte schließe diesen bedauernswerten Diener in deine Arme. Ich bin im Kampf für meine Mitmenschen gestorben. Also bitte nimm meine Erinnerung und rette sie an. Reihe sie in eine. Bitte beschütze Min. Lass sie in unbeschadet entkommen. Es gab einen Lichtblitz. All meine Schaltkreise sind durchgebrannt. Mein Leben endet hier, aber ich bereue nichts. Lang lebe Xion, Orkel, Mother of Bear. Die Erinnerungen sind wohl von Mins Kameraden. Sie haben freiwillig ihr Leben für andere riskiert. Für einen ehrenvollen Tod. Niemand stirbt ehrenvoll. Man stirbt einfach. Naja, zumindest kann er sich damit trösten, dass ihr Tod nicht völlig umsonst war. Und wir konnten ihren Tod rächen. Verschwinden wir von hier. Können wir machen. Sprich mit Min. Ich habe keine Ahnung, wo Min ist. Aber okay. Das war doch schon mal eine gute Sache. Mission: Auge um Auge, Zahn um Zahn. Sprich mit